Aber hier geht es. Ruhe dich aus, bis du geheilt bist. Wir haben noch 198 Tage, Leute. Oder 97. So, das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis wir geheilt sind. So, super. Gehen wir wieder hoch. Aber ich hab gesagt, geh wieder hoch. So, nochmal speichern. Ich bin Seth. Warum muss ich deinen Anblick ertragen? So, wir sagen dieses Mal das da, Leute. Oder gib... Nein, das hier. Hier wird nicht viel gelacht. Du hast das Wasser geputzt? So ist es. Sehr gut. Hast dir ein Lob verdient. Garrett führt dich zu deiner Belohnung. Ich hab zu tun. Okay, danke. Also, wir haben das Wasser geputzt. Anscheinend hätten wir hier auch einen Auftrag holen können, Leute. Und mehr gibt es hier nicht? Naja. Gehört das ein bisschen langsam. Na komm, Garrett. Und wir haben unsere Belohnung bekommen. Garrett ignoriert uns. So, nochmal speichern. Jetzt ist schlecht. Geh. Dann greift er mich an. Wie wär's, wenn ich dir die Nase breche? Okay, das war aggressiv. Ich habe gehofft, vielleicht ist da so einer, der dann sagt, du bist mutig oder so. Komm, lass uns reden. Offenbar nicht. So, vielleicht kriegen wir sie ja jetzt fertig, Leute. Ich habe ja direkt davor gespeichert. Das heißt, wenn es ist, können wir ja nochmal versuchen, die dritte Option wählen. Also manche von denen, die dürfen wir echt kilometerweit laufen, habe ich das Gefühl. Wenigstens ist Garrett jetzt noch da ganz hinten. Und noch nicht hier. Seth. Ciao. Für 55 Punkte getroffen. Da braucht jemand mal eine Lektion, sagt er da hinten. Gerrit hat voll daneben geschossen. Seth benutzt ein Stimpack. Wow. Jetzt muss ich aber auch. So, erstmal hier wieder laden. Und ich benutze nicht nur ein Stimpack. So, das sollte erstmal reichen.
Jetzt gehe ich einfach zwei Schritte. Gleich gibt's Tote. Ja, natürlich. Au. Es ist fertig. Sets Leibwache wurde aus Versehen getroffen. Sehr schön. Ciao, Set. Okay, ciao, anderer. Ciao, Sets Leibwache. Für 93 Punkte getroffen, Leute. Der ist tot. Wie geil. Also, die Leibwache ist tot. Das gefällt mir. Für 16 Punkte kritisch getroffen. Ich spüre die Schmerzen. Oh, oh. Schnell wieder Stimpaks nehmen. Ja, das reicht erstmal. Und Munition wieder auffüllen. Und zwei Schritte gehen. Oh, jetzt eine Handgranate, Leute. So, Dauerfeuer. Ich glaube, ich habe jetzt zwei erwischt. Ghoulswache für 7 Punkte, Ghoulswache für 50 Punkte ist tot und Ghoulwache für 8 Punkte. Ich habe und nochmal Ghouls. Ah nein, die hat dann daneben getroffen. Au, das ist jetzt nicht gut und tot. Weil er genau jetzt kritisch treffen musste, Leute, für 20 Punkte oder so. Jetzt ist schlecht. Geh. Verstanden. Jetzt ist schlecht. Geh. Wann ist es denn dann gut? Egal, wir lassen ihn jetzt einfach leben, Leute. Anscheinend kriegen wir von ihm nichts mehr. Halt, Bömer. Er kann ja noch handeln. Jetzt ist schlecht. Das Feuerzeug brauchen wir nicht. Ja, machen wir. Bieten. Zack. Verstanden. Der hat vorhin eins von diesen zwei Stimpaks benutzt. Wenn wir die vorhin abverkauft, er uns an uns verkauft hätte, dann hätte er die nicht mehr gehabt, Leute. Oh Mann. Aber na gut, ich glaube, wir haben jetzt hier alles durch. Und wir kommen in Necropolis nicht mehr weiter. Deswegen würde ich jetzt hier einfach mal wieder nach Hause gehen. Es ist echt schade, wir hätten hier jetzt noch ein paar tolle Sachen, die wir mitnehmen können. Leute, wenn der Spielstand wirklich kaputt gehen sollte irgendwann. Wir wieder von vorne anfangen sollen. Oder wir ein Game Over kriegen sollten, weil, keine Ahnung, unser Wolf verduscht hat oder sonst was. Dann... Der nächste Charakter wird ein Charakter, der maximales Gewicht tragen kann. Garantiert. So. Okay, reisen wir jetzt erst zum Hub? Ja, reisen wir zum Hub. Wir könnten ja eine Karawane mitmachen dann. 20. Februar. Ich glaube, am 21. sind doch welche, oder?
So, erstmal verkaufen. Ich glaube, der General Store, bei dem werden wir am glücklichsten sein mit verkaufen. Ich möchte das verkaufen. So, was möchte ich denn verkaufen? Erstmal hier draußen. Die Nuka-Colas würde ich gerne verkaufen. Übrigens, Leuchtraketen, Leute, haben mir mal nachgesehen, was sie überhaupt machen. Die machen einfach nur das Gebiet hell und können dann damit machen, dass man den Malus für Dunkelheit, dass man dann, wenn man dunkel ist, dann kann man schlechter ziehen und so, wegfällt oder verringert wird. Ich glaube, ich werde die auch verkaufen oder zumindest irgendwo aufheben. Oder verkaufe ich die? Ach Leute, ich verkaufe sie einfach. Und hier, Leute, habe ich auch gelesen, die verbessern einfach nur, Dietrich, die verbessern den, Schlossknacken-Skill. Aber die können nicht kaputt gehen, die kann man unendlich benutzen, also die haben keine Abnutzung. Es gibt, wenn man einen kritischen Patzer hat, dann können die kaputt gehen, aber ansonsten haben die keine Abnutzung. Deswegen möchte ich hier auch immer nur eins haben. So, wie viel waren das jetzt? 302. Mal zurück. 152. Also das sind ganze 150 ist der Wert. Ja, sind auch genauso viel wert. Okay. Was hat der denn eigentlich alles? Also im Notfall nehmen wir natürlich alles in Stimpacks. Lederrüstung. Ein Scanner. Scanner der Firma Watts Electronics vom Typ CU. Erkennt Bewegungen von biologischem Material auf einer Entfernung von mehreren Metern mittels eines justierten Radargeräts. Okay, keine Ahnung, ob wir den irgendwann mal brauchen sollten. Red Array. Ah, okay. Super Stimpaks. Psycho. Okay, ich glaube, ich hätte den halt gerne mal, Leute. Dann hätte ich auch gerne all sein Geld. Ich packe jetzt einfach alles rein, was ich gerne hätte. Und die Simpacks, mit denen variieren wir dann. So, ein Seil ist, glaube ich, nie schlecht zu behalten, aber die kommen jetzt auch mal weg. Die hier können auch weg. Die bringen uns ja nicht wirklich mehr was. Gegengift würde ich gerne behalten. Das hier, Leute, habe ich nachgesehen, Leute. Also ich habe mal so ein paar Items, weil ich mich gefragt habe, wofür sind die jetzt eigentlich? Und das hier ist tatsächlich nutzlos. So, das da würde ich gerne in unserem Haus bei den Raiders dann einfach mal ablegen. Da machen wir so eine Art Bunker, Leute. Oh, für das Feuerzeug, da habe ich tatsächlich auch nachgesehen, Leute. Aber ich weiß nicht mehr, wofür es war. Wir heben es uns einfach mal auf. Berechessen. Das hier kann, glaube ich, den Reparieren-Skill verbessern. Was wir aber nicht wirklich brauchen. Also lassen wir das mal. Also kann das mal weg. Und das hier, das hilft tatsächlich, falls man in der Wüste verdursten würde, dann kann man sich damit retten. Genau. Ansonsten, was war das nochmal? Ah, der elektronische Dietrich. Oder soll ich das Werkzeug doch da lassen? Ich meine, dann bräuchten wir den Dietrich eigentlich auch nicht mehr. Wir lassen das Werkzeug doch mal da. Aber die Koffer nicht. Wir haben Arzt, ist sowieso nur ab und zu mal benutzbar. Was ist eigentlich mit denen da los? Warum stacken die nicht? Dietriche. Verschiedene Schlosserwerkzeuge. Umfasst alle Dietriche und Schraubenschlüssel, die man zum Öffnen herkömmlicher Schlösser braucht. Ja, und hier steht genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche, aber die stacken irgendwie nicht, Leute. Keine Ahnung, warum nicht. So, und selbst wenn das dann doch irgendwie kaputt gehen sollte, Leute, wir haben den Schlossknacken-Skill, glaube ich, auf 40%. Das heißt, im Schnitt 3 Versuche und das Schloss ist offen. Genau. Und das hier hätte ich halt eigentlich nur gerne, falls Reparieren mal nicht funktionieren würde.
Ich pack's weg, Leute. Ich pack's weg. Funkgerät habe ich nicht nachgesehen, wofür das ist, Leute, keine Ahnung. So, aber ansonsten... Gefällt mir das so. Wir haben eine Nahkampfwaffe, also theoretisch mit dem Brecher sind sogar zwei. Ich weiß nicht, wofür das Brecher sonst noch genutzt werden kann. Vielleicht braucht man es irgendwann mal. Ich glaube, das hebe ich auf und das packen wir irgendwo hin. Und wenn wir mal was brauchen, wenn wir es dann mal wirklich mal brauchen, können wir es ja abholen. Vielleicht auch bei den Raiders. Oder wisst ihr was? Ich sehe einfach jetzt mal kurz nach. Geht ja schnell. So. Fallout Items. Ich glaube, das würde zu Waffen zählen. Ja, da ist sie. So, wofür ist das? Hat das irgendeinen anderen Wert als außer als Waffe zu sein? Okay, also man kann damit Türen und Behälter aufbrechen, wenn das Aufschließen nicht funktionieren sollte. Ich glaube, ich verkaufe es auch, Leute. Wenn wir doch mal eins brauchen sollten, dann können wir uns ja wieder eins kaufen. Genau. Und eigentlich könnten wir uns ein Seil auch wieder hier kaufen, wenn wir eins bräuchten. Der hat ja hier 5 Stück. Wenn wir das jetzt verkaufen, hatte 6 Stück. So, das hier würde ich mir aber gerne behalten. Das Gegengift ist recht. Denn ein Feuerzeug... Wisst ihr was? Ich schaue jetzt nochmal nach, wofür das Feuerzeug ist, Leute. Wenn ich es ja eh gerade da habe. Wofür ist das Feuerzeug? Wo ist das Feuerzeug? Da. Okay, es hat halt einfach keinen Wert, Leute. Es ist halt einfach nur zum Verkaufen. Okay, wird verkauft. So, den Rest heben wir uns aber auf hier, definitiv. Und ansonsten hätten wir hier ja nur noch Munition größtenteils und Waffen. Okay. Dann würde ich das jetzt gerne bieten wollen. Das ist nicht genug, das ist schade. Aber dann würde ich jetzt einfach... ein bisschen Geld weglegen. Oder lege ich die Stimpacks? Nein, ich hätte diese Stimpacks, oder? Eins hätte ich gerne. Also lege ich... also eins möchte ich gerne haben. Dann lege ich eins weg. Den Scanner hätte ich auch gerne. Das heißt, ich... wo sind 500? Wie viel? 9? 19? 419 muss ich ablegen. Oder weglegen da. Genau, bieten. So, jetzt bin ich gespannt, Leute. Wie viel wiegen wir jetzt? 199, also so viel weniger sind es, ist es dann doch gar nicht.